In diesem Video sieht man, wie ein Elfjähriger aus Jamaika von einem Geist attackiert wird. Hallo zusammen, ihr wisst ja leider die Prozedur, keine Lizenz für das Video und so, deshalb klickt jetzt ins Bild oder auf das Video in den Quellen verlinkt, damit ihr wisst, um was es heute überhaupt geht. In dem Video sieht man, wie der Junge von einem Geist scheinbar attackiert wird. Es wird auch gesagt, dass er den Geist sehen kann und es sein Freund von ihm ist, der 4 Jahre zuvor verstorben ist und scheinbar irgendwie wütend auf ihn ist. Man sieht auch gut im Video, dass Nachbarn und Familie alle betroffen sind. Also für einen Fake wären ziemlich viele Leute involviert. Trotzdem wäre es natürlich möglich. Zuerst sitzt er auf einem Stuhl und wird nach hinten gedrückt. Später sagt er, er sieht den Geist an einer Wand stehen. Und als er sich dazustellt, wird er weggezogen. Ich habe mir die Bewegungen angeschaut und ich finde, man merkt, dass er die nicht selbst auslösen könnte. Er sitzt ruhig auf dem Stuhl, als er zurückgedrückt wird. Meiner Meinung nach hätte man erkennen müssen, wie er sich selbst zurückdrückt. Dasselbe bei der Mauer. Die Bewegung sieht so aus, als könnte man sie nicht faken. Vor allem, als seine Mutter ihn festhält, sieht man noch kurz, wie seine Beine in der Luft gehalten werden. Bei diesem Video denke ich wirklich mal, das Ganze könnte echt sein. Und es ist einfach nur wirklich extrem gruselig. Was haltet ihr von dem Ganzen? Denkt ihr, dieser Junge wird wirklich von einem Geist gejagt und attackiert? Oder denkt ihr, das Ganze wurde irgendwie groß gefaked? Theoretisch könnte es ja sein, dass alle Nachbarn und Verwandten mitspielen, um das Dorf bekannt zu machen, um Touristen anzulocken. Allerdings sehen für mich einfach die Bewegungen noch immer so aus, als könnte man die nicht faken. Wie jetzt zum Beispiel sich ohne ersichtlichen Kraftaufwand am Stuhl zurückdrücken. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen dazu. Wenn es euch ein Video gefällt, dann drückt den Daumen hoch Button, damit ich auch Bescheid weiß. Teilt das Video gerne euren Freunden und abonniert, wenn ihr noch nicht habt, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Endcard. Links gelangt ihr zum Ghost Car, ein Auto, das von der Polizei verfolgt wird und dann plötzlich wie durch Geisterhand durch einen massiven Eisenzaun fährt. Und rechts gelangt ihr zu einem Horror-Manga, der auf einem echten Geist basieren soll. Viel Spaß!